Die Geltinger Birk, eines der größten und wichtigsten Naturschutzprojekte, die in Schleswig-Holstein unter Federführung der Stiftung Naturschutz realisiert wurden. Die Landschaft ist geprägt durch eine Vielzahl wertvoller Lebensräume, unter anderem Stränden und Dünen, sowie Wäldern, Wiesen und Feuchtgebieten. Auf einem schönen Wanderweg kann der Besucher das knapp 800 Hektar große Gebiet zu Fuß oder mit dem Fahrrad erkunden. Mit etwas Glück bekommt der Besucher die auf den Flächen frei umherlaufenden Konigpferde zu Gesicht. Sie gingen hervor durch eine Vermischung von Tarpanen mit Hauspferden und werden heutzutage wegen ihrer Robustheit gern in der Landschaftspflege eingesetzt. 60 Tiere beweiden zurzeit die Flächen und sorgen dafür, dass der Bewuchs, wie hier durch Schilf, klein gehalten und eine Verbuschung der Wiesen insgesamt verhindert wird. Die genügsamen Konix verbleiben das ganze Jahr über im Weidegebiet. Zusatzfutter gibt es nicht, auch nicht im Winter, es sei denn bei extrem harten Wetterbedingungen. Das Gebiet, das die Pferde auf ihren täglichen Wanderungen völlig frei durchstreifen, umfasst 400 Hektar, groß genug, dass alle Tiere satt werden. Auch Galloways sind hervorragende Landschaftspfleger. Doch jetzt, um die Mittagszeit, ist es ihnen zum Fressen zu warm. Diese und weitere Gewässer wurden Anfang 2000 angelegt, um die vom Aussterben bedrohte Rotbauchunke wieder anzusiedeln. Um sich optimal fortpflanzen zu können, brauchen Rotbauchunken flache, sonnenbeschienene und vor allem fischfreie Gewässer in einer extensiv genutzten Weidelandschaft, sowie Wälder mit viel Totholz, wo die Tiere gut überwintern können. Jetzt, Anfang Juni, hört man die Unken rufen, besonders an warmen, windstillen Tagen. Das Männchen will mit seinem Ruf ein Weibchen anlocken, um sich mit ihm zu paaren. Der Ton entsteht, indem die Unke die Luft aus seiner Kehlblase in die Lungen presst. Gut zu erkennen und von anderen Froschlorchen zu unterscheiden, sind Rotbauchunken durch den rötlich-orangefarbenen Kehlsack und ihren ebenso gefärbten Bauch. Ein Laubfroschmännchen. Seine Zeit kommt erst, wenn es dunkel wird. Die Wiederansiedlung der Rotbauchunken nachhaltig gelingt, wird die Zukunft zeigen. Die Chancen stehen gut, hier auf dem Gelände des Naturschutzgebietes Geltinger Birk.